herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Dieses Video ist ein besonderes Video, denn es ist das erste gesponserte Video. Ich habe tatsächlich ein Sponsoring mit Marabu bekommen. Die Firma werdet ihr wahrscheinlich kennen, da es schon eine sehr alteingesessene Firma hier in Deutschland ist. Ja, und wir haben zum Project Green, das sie angefangen haben. Das ist eine Serie mit lauter, wie soll ich sagen, nachhaltigen Produkten und Klimaschutzprojekten. Am besten, ich erkläre euch das kurz in einem kurzen Abschnitt, damit ich hier auch nichts vergesse, was irgendwie wichtig wäre. Also, für alle von euch, die Marabu vielleicht noch nicht kennen, was ich stark bezweifle, aber nur für den Fall, es ist eine Firma, die gibt es bereits seit über 150 Jahren in Deutschland und sie haben inzwischen sogar über rund 20.000 Produkte, sowas wie Farben, Leinwände, Pinsel etc. Also ganz, ganz, ganz viel. Und jetzt eben neu ist das Project Green, wo sie eben versuchen, so gut wie möglich Farben, Pinsel etc. herzustellen, die klimaneutral oder vielleicht sogar klimapositiv sind. Und ja, die Farben, die ich bekommen habe, die wir heute auch ausprobieren werden, sind Alkyd-Farben. Die sind wasserbasiert und bestehen zu 92% aus Rohstoffen natürlichen Ursprungs. Sie sind klimaneutral und nachhaltig in Deutschland produziert. Und, was auch gut ist, es ist vegan. Für mich ist das egal, aber für einige mag das vielleicht eine große Rolle spielen. Auch die Verpackungen, in denen die Sachen verschickt werden, sind zu 95% recycelt. Auch die Pinsel sind aus FSC-zertifiziertem Holz. Und sogar die Tuben, in denen die Farbe drin ist, sogar die sind recyclingfähig und sie sind besonders dünn, dadurch wird zum einen weniger Material verschwendet und zum anderen kann man viel mehr vom Inhalt rauskriegen. Also man schafft es tatsächlich, bis auf den letzten Tropfen Farbe alles aus der Tube rauszukriegen und danach kann man es recyceln. Ist doch super, oder? Und um das Ganze noch abzurunden, unterstützt Marabu mit dem ganzen Projekt auch Klimaschutzprojekte, zum Beispiel für Wälder etc. Ihr könnt das alles sehr, sehr gerne selber nachlesen auf marabu-creative.com. Da stehen alle Infos nochmal drauf, da könnt ihr alles nachlesen zu dem Material, zu den Tuben, zu den Projekten, die sie haben. Also lohnt sich wirklich. Ich bin jetzt schon total begeistert von den Farben. Ich bin gespannt, was ihr nach diesem Video sagt. Die Farbeigenschaften sind für Künstler auf Leinwand sowie für den kreativen Hobbyanwender auf unterschiedlichsten Untergründen eine echte Bereicherung. Es ist so ein bisschen, ich habe die Farbe tatsächlich schon ausprobiert an denen, die ich da habe. Es ist so ein bisschen wie so eine Mischung aus Acryl und Ölfarbe oder Acryl und Aquarellfarbe. Also es ist Acrylfarbe sehr, sehr ähnlich. Das Coole ist aber, wie ihr gerade schon gehört habt, man kann damit nicht nur auf Leinwände zeichnen, sondern halt auch so auf sowas wie Holz oder Steine. Also ich habe damit tatsächlich schon ein paar Steine bemalt, um es auszuprobieren, wie die Farben sind. Einmal war das der Stein hier, den habt ihr vielleicht auf Instagram schon gesehen. Und ich muss echt sagen, ich bin echt begeistert von den Farben, weil die sehr, sehr kräftig sind auch, trotzdem, dass es auf dem Stein ist. Und hier haben wir auch die Metallic-Farbe. Also ihr seht es wirklich, es sieht sehr, sehr nach Metallic auch aus. Also ich bin echt begeistert davon. Ja, und für mein Sponsoring habe ich jetzt noch ein paar mehr Farben und Pinsel bekommen. Da haben wir das schöne Päckchen. Und das werde ich jetzt mal auspacken und mal sehen, was da für Farben drin sind. Ich habe mir natürlich auch welche wünschen dürfen. Das fand ich sehr, sehr gut, weil ich habe tatsächlich noch nicht die Idee, was ich für ein Bild malen will damit. Das Paket ist schon voll lang angekommen, schon seit einer Woche. Aber ich war, Quatsch, nicht seit einer Woche, seit 3 Tagen oder so. Aber ich war noch zu kaputt, um es aufzumachen. Ja, da sind die Farben, die ich mir gewünscht habe. Voll toll. Das freut mich. Da haben wir natürlich einen Lieferschein, damit auch alles stimmt. Genau, ich habe mir einmal gewünscht, die Pastell-Lila. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die aussieht, Pastell-Lila. Ich liebe Lila, wie ihr wisst. Dann haben wir einmal Creme-Weiß. Creme-Weiß ist auch immer gut. Dann haben wir einmal Azur-Blau. Es gab,
ich glaube, drei verschiedene Blautöne. Ich habe mich für den mittleren entschieden, weil ich mir dachte, ich kann es mischen, was ich sowieso vorhabe. Hier haben wir einmal Kirschrot und ein Mittelgelb und noch ein Cremeweiß. Habe ich zwei Cremeweiß? Ich habe zwei Cremeweiß. Moment, war das so abgesprochen? Hö, Tatsache. Die haben Cremeweiß zweimal draufgeschrieben. Fehlt mir dafür irgendwas? Ich glaube nicht. Nee, sonst habe ich alles. Ja, okay, zwei Cremeweiß, auch gut. Sehr cool. Und hier drin dürften noch die Pinsel sein. Genau. Oh, was? Das sind aber viele Pinsel. Das sind sehr viele Pinsel. War das so gewollt? Also, ich dachte, was ich kriege, ist einmal das hier. Tatsächlich gekriegt habe ich das Ganze 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Ich habe 15 Pinsel bekommen. War das so gewollt? Ich bin mir nicht sicher. Also falls es gewollt war, vielen Dank. Jetzt habe ich sehr viele Pinsel. Ich meine, Pinsel kann man nie genügend haben. Es ist, ja, Dankeschön. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das so gewollt war. Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr viele Farben. Sehr, sehr viele Farben. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das wird, damit zu malen. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich malen will. Ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube, ich male es erst morgen. So, es ist der nächste Tag. Bitte ignoriert das Chaos im Hintergrund. Ich habe mich für ein Motiv entschieden. Es ist mir eingefallen, nachdem ich gesagt habe, dass dieses schöne Gelb hier so nach Sonnenblumen aussieht. Ich dachte mir, ein Sonnenblumenfeld, das passt doch gut. Das ist was Natürliches, weil ich wollte ja unbedingt irgendwie so dieses Thema Natur mit reinbringen. Ich wollte jetzt nichts komplett Abwegiges machen. Und vorhin ist mir dann die Idee gekommen. Und wahrscheinlich wird es dieses Motiv hier, ich hoffe, ihr seht es einigermaßen, mit dem Mädchen im Sonnenblumenfeld. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen hin. Und ja, hier haben wir schon die Leinwand. Sie ist relativ klein, aber das wird gehen. Packe ich jetzt erstmal aus. Und dann mache ich erstmal eine Weißgrundierung. Ich bin ehrlich, ich habe diese Dinger hier habe ich noch nie benutzt. Noch nicht ein einziges Mal. Ich habe es irgendwie noch nie gebraucht. Naja. Ich weiß, die weiße Grundierung ist eigentlich nicht unbedingt nötig. Ich mache die trotzdem immer, einfach weil ich das Gefühl habe, dass dann die Farbe auf der Leinwand zum einen besser aussieht, zum anderen sich besser vermischen lässt auch. Ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach so ein Ding von mir, aber ich mache das einfach. So, na dann, meine wunderschönen greiselige Palette, die einfach schon absolut eingetrocknet ist mit der ganzen herkömmlichen Acrylfarbe, die ich bisher benutzt habe. Ja, so ist das nämlich. Bisher habe ich nur herkömmliche Acrylfarbe benutzt. Aber ich glaube, in Zukunft wird es nur noch Alkylfarbe werden. Ich finde die auch vom Preis her ziemlich günstig übrigens. Also ich meine, bei uns im Laden hat es, glaube ich, 94 kostet die Tube und ich meine, da ist wirklich viel drin. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man die Farbe ja komplett verwenden kann, die in der Tube ist, also wirklich komplett, dann ist das halt echt viel. Also, du kriegst es ja bis auf den letzten Tropfen raus. Da hat man echt viel davon. So, und jetzt höre ich aber auf zu reden und mache hier mal meine Leinwand weiß. Was mir übrigens auch gerade einfällt, was ich euch vielleicht sagen sollte, ich finde den Geruch von dieser Farbe extrem angenehm. Normalerweise, wenn man die Farben hat, dann stinken, also die normalen Acrylfarben oder vor allem Ölfarben und so Zeug, das stinkt ja immer wie Hölle.
Und ich finde, diese Farben haben tatsächlich, also es riecht schon nach Farbe, so ist es nicht, aber es riecht nicht so extrem. Man riecht, dass es irgendwie so einen mehr natürlichen Ursprung hat. Und ich finde das sehr, sehr angenehm, weil es stinkt nicht so krass. Es riecht wesentlich natürlicher. Ist echt gut. Vor allem, weil ich benutze ja, also viele haben ja ein Atelier oder ein Studio oder irgendwas. Da ist es natürlich nicht so schlimm, wenn die Farbe so stinkt. Dann lüftest du über Nacht oder in der Pause und dann ist das okay. Aber ich pinsel halt in meinem Zimmer. Und ja, wenn es hier in meinem Zimmer nachts halt stinkt, dann ja, schlafe ich halt ein bisschen besser. Aber angenehm ist es nicht.
da bin ich wieder. Ich bin fertig mit dem Bild. Hier seht ihr es nochmal. Tada, ein Mädchen im Sonnenblumenfeld. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, wie es geworden ist. Es hat mir auch echt alles abverlangt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange brauche für dieses kleine. Aber ich habe irgendwie so viele Details reingemacht und es war dann doch irgendwie schön, so hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Irgendwie konnte ich gar nicht aufhören. Ich musste mich zum Schluss jetzt echt ein bisschen stoppen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, mit den Farben zu malen. Sie waren super umgänglich, also kann man das so sagen, umgänglich bei einer Farbe. Auf jeden Fall, ich bin total gut damit klargekommen, weil sie haben sich eigentlich verhalten wie normale Acrylfarben so ein bisschen. Und dadurch, dass sie wasserlöslich sind, konnte man auch total schön so lasierend malen, wenn man es gewollt hat. Aber wenn es trocken war, haben die Farben auch sehr gut gedeckt. Und das Cremeweiß war tatsächlich auch sehr gut, weil es halt nicht ganz so raussticht, sondern so ein dezentes Weiß ist. Und sie haben sie ja auch super mischen lassen. Also ihr habt es wahrscheinlich gesehen bei meiner Palette nebendran. Ich habe immer wieder die Farben gemischt, weil mir doch so ein, zwei Töne gefehlt haben wie braun und so. Aber braun finde ich eh immer schöner, wenn man es selber zusammenmischt, anstatt die gekauften Farbtöne. Also wie gesagt, ich bin total zufrieden mit den Farben. Ich bin auch von, also Leinwand war auch sehr gut. Und kann ich nur empfehlen. Ist eigentlich mein Fazit. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und was ihr wahrscheinlich, ich habe vorhin nochmal reingedapst in die Palette, aber meine Hände sind super sauber. Ich habe gerade einfach nur mal kurz mit Wasser, noch nicht mal Seife verwendet und die Farbe ist sofort weg. Normalerweise, wenn ich gemalt habe, sehen meine Hände immer aus wie Sau, auf gut Deutsch gesagt, weil überall die Farbe ist. Und auch die Palette ist super einfach zu reinigen. Ein bisschen Wasser drüber und die Farbe ist sofort weg. Also das ist echt, echt gut. Und kann ich nur sagen, holt euch die Farben, sind eine super Alternative zu den herkömmlichen Acrylfarben. Und unterstützt Marabu, vielen Dank an der Stelle nochmal, dass das geklappt hat, dass ich dieses Video machen durfte. Das hat sehr viel Freude bereitet. Und an alle anderen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es freut mich, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!